Ja, herzlich willkommen zurück zu Raft, ihr Lieben. Raft hat endlich das große Update rausgehauen. Und ich habe mir gedacht, ich zock erstmal wieder eine Runde mit euch. Na, wir sind hier auf der alten Map. Kleinen Moment. Ich kann gar nicht lesen. Diddledum oder Diddledings, Dungs, keine Ahnung was. Ja, an dieser Stelle, bevor wir jetzt hier so loslegen, möchte ich auch ganz, 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 ganz herzlich die Corina grüßen. Sie hatte sich nämlich gewünscht, dass ich Raft weiterzocke. Sie wusste aber nicht, dass ich Raft sowieso weiterzocken werde, aber erst, wenn das große Update raus ist. Und das ist jetzt draußen. Und ich bin so mega gespannt darauf, was uns hier erwartet. Ich habe schon so mal einen kleinen Einblick gehabt bei einem lieben Bekannten, auch ein YouTuber bei Jason Dux. Der hat ein Infovideo dazu gemacht. Ach, ich finde es so geil. Vor allen Dingen, Leute, man kann sich jetzt hier so schrauben, ne, so rechts und links ans Floßbördel. Ne, und da kann man das Ding richtig mit einem, hier so, mit so einem Lenkrad. Heißt das Lenkrad? Steuerrad? Keine Ahnung was. Kann man dann so richtig sein Boot fahren lassen, so mit Biosprit und so ein Krempel. Oh, ich freue mich voll drauf, dass endlich, das ausprobieren zu können. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Unser Floß hatte sich gedreht an einer Insel, an der wir angelegt waren, wo wir die abgelootet haben. Da kann ich mich noch so vage dran erinnern. Lalalalalala. Und wieso ist hier ein Loch? Ach, hier hat der Anker gesteckt. Gelle, war da nicht irgendwas? So, dann machen wir das mal so. Ja, und gedreht deswegen, ne, wegen den Netzen. Ne? Die sind nämlich jetzt alle völlig verkehrt ausgerichtet. Ne? Die waren alle mal in Fahrtrichtung und jetzt nicht mehr. Habe ich mich so drauf gefreut, dass wir Netze haben und halt eben nicht mehr so sehr uns um den Loot kümmern müssen. Weil der da mit denen ja, gedingst, ne, eingefangen wird. Jawohl. Aber dem war ja wohl nicht so. So, und jetzt, ich muss erstmal wieder reinkommen, ihr Lieben. Ich muss erstmal hier erstmal was trinken. Ist das richtig gewesen jetzt? Ja. So. Ich muss selber erst auf. Alter Schwede hier. Das sind Bewegungen. Ne? Das ist alles so viel zu schnell hier. Und wenn ich mich recht erinnere, war es die liebe Giglio? Spreche ich das richtig aus, Giglio, oder wird es anders ausgesprochen? Dann musst du mir das mal sagen. Sie sagte nämlich zu mir, war es doch du, ne? Ich meine schon. Oder? Will da jetzt nichts Verkehrtes sagen. Aber da hieß es, ich hätte noch Heilfleisch in der Kiste. Aber ich denke, sie war es. So, dann packen wir das mal wieder dahin. Oh, jetzt sind uns schon so viele Fässer abhanden gekommen hier. Da. Das nehme ich jetzt mal. Ja, und dann nehme ich mir mal eine Auszeit im Wasser. Nehme erstmal ein Vollbad. Und der Bruce nimmt uns. Hallo, gehst du mal wieder hoch? War wohl nichts, hä? Sackgesicht. So, ich muss erst mal, wie war das jetzt mit dem Inventar? War so. Okay, da ist aber noch gut aufgeräumt. Ja, ne, hier guckt, in unsere Netze kriegen wir nicht rein, ne, weil alles verdreht ist. Wo ist das? Nee, hallo. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Alles irgendwie Neuland für mich. Oder wie hat Angela Merkel so schön gesagt, als es ums Internet ging. Das ist Neuland für uns. Ja. In keinem Land ist es so schlecht bestellt ums Internet wie in Deutschland.
Schämen sollten sie sich was. Schämen sollten sie sich was. Ehrlich. So. Das habe ich allein an meinem Spießrutenlauf mit meinem Internet gesehen, bis ich endlich mal ein gescheites Internet hatte. Weil niemand irgendwas auf die Reihe kriegt hier in Deutschland. Es ist einfach nur ZK, könnt ihr glauben. Wieso kann ich denn das hier durch das Floß nicht aufnehmen? Die haben hier irgendwas geändert? Ja, guck an, ne? So hauen sie alle ab. Und ich, und ich bin durch. Jawohl. Wie immer, voll durch. Ja. Da wollen wir doch mal gucken, ne, was wir jetzt hier veranstalten, ne? Außer hier, ich weiß nicht, das mit den, die können wir doch raus. Hallo, die können wir doch rausnehmen, oder? Die können wir wieder rausnehmen und an anderer Stelle wieder hinsetzen. Dann würde ich doch gerade mal sagen, dazu brauchen wir aber eine Axt. Habe ich eine Axt? Ich habe keine Axt. Wie wird eine Axt gebaut? Haben wir nicht irgendwie was in die Kiste? Yeah. Hau ab, hau ab. Ja, jetzt ist mein Speer auch noch im Arsch. Ach, Manu. Und kein Plastik. So. Dann werde ich nämlich die Netze nach vorne verlegen, weil ne, das ist mir zu blöde, dass ich hier dann dauernd hinter dem Zeugs herrennen muss. Aber hier waren Steine drin, ne? Ne, nicht hier. Hier waren Steine drin. Ich habe 14 Steine. Wieso hat denn der mir das eben nicht angezeigt? Oh, war das nicht so? Ach, gar nicht. Mit der Axt bin ich dann bescheuert. Ich hätte jetzt mit der Axt darin gekloppt. So. Dann nehmen wir die nämlich alle raus und setzen sie auf die andere Seite. Gehen wir nämlich nicht so weiter hin und es klatscht da noch rein. So. So. Der Hunger treibt uns schon wieder an. Oh. An den Grill und der Grill ist aus, weil kein Holz drauf liegt. So, so und so. So, 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 so. Ja, da kommen wir jetzt leider nicht hin. Wir haben die ganze Zeit Gedanken darüber, ob, und ich hoffe es doch sehr, dass das Update auch auf dieser Map greift. Ich meine, wir sind hier gerade mal ein bisschen mehr. Na, anderthalb Stunden unterwegs gewesen. Waren, glaube ich, 5 Folgen, die ich rausgehauen habe. 20, 40, 60, 80, 120. 100. 100 Minuten. Ungefähr. Nicht, dass wir da in irgendeiner Form benachteiligt werden, denn es ist ja so gewesen, als ich noch auf meiner großen Map gespielt habe, wo ich über 700 Tage unterwegs war. Da die alten Maps, die wurden nicht berücksichtigt. Doch, ich sehe es gerade. Ach, ist eine kleine Änderung verrät mir hier, dass wir berücksichtigt wurden. Auf jeden Fall war das auf den alten Maps so, dass die nicht berücksichtigt wurden, was die Mützenradio-Insel anbetraf. Und das war schon sehr, sehr bitter. Und deswegen habe ich ja damals dann auch aufgehört zu spielen. Weil ich, meine Fresse. Was ist denn nur los hier? Hm?
weil ich diese Insel nicht gefunden habe. Und hier kann man auch nicht mal Sätze zu Ende reden. Aber ich muss jetzt unbedingt was essen. Ist denn das jetzt fertig mal hier? So. Ich habe da immer Angst, bei gerade bei dem Wasser immer die verkehrte Taste zu drücken und das Wasser wegzukippen. Da bin ich nämlich prädestiniert für. Okay. Das Fass ist meins. Ich hoffe, ich komme da dran. Ich muss mir unbedingt einen Speer bauen. Fällt mir gerade so ein. Dankeschön. Wie war das? Speer bauen. Speer bauen. Ein Holzspeer. Das muss ich ganz dringend haben, weil der Bruce ist nämlich, glaube ich, schon gleich wieder in Angriffsstimmung. Oder nicht? Oder doch? Hallo? Nee, und wenn er nicht jetzt in Angriffsstimmung ist, dann ist das eben so. Dann kann ich mal... war das hier? Nein, war das hier? Ja, hier. 8. Okay. Ging aber. Dann würde ich nämlich sagen, kloppen wir das hier noch raus. Und packen da noch ein Netz hin. So. Da kommen zwei Fässer. Boah, ist das gerade warm hier drin? Fällt sich ja im Kopf nicht aus. So. Liege ich denn schon bitter als mit dem Kopf unter der Kamera? Das geht doch nicht so, meine Herren. Halt. Okay, wenn du so nicht willst, dann muss ich dich hier eben so zerren. So. Ich habe Audioeinstellungen gemacht. Ne? Ich hoffe jetzt bloß, dass das Spiel jetzt nicht zu leise ist. Also für mich ist es nicht zu leise. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber, ne? Wenn, dann schreit mich an. Da wir ja jetzt auch so unser Floß in Bootsform bauen könnten und tatsächlich auch wohl so ist, dass wenn wir jetzt irgendwo gegen eine Insel knallen, ne? Es war ja immer so, wenn man gegen eine Insel geknallt ist, war es so gewesen, dass man dann halt eben in einer x-beliebigen Richtung weitergefahren ist, ne? Man konnte seinen Floß ja nie auf Kurs halten. Und durch diese Wasserräder, die man jetzt bauen kann, und das Schiffsrad da, glaubt ihr, meint sich, kommt drauf, wie das heißt, kann man das Ding ja jetzt richtig lenken. Ne? Und da ist es dann auch mal bums, dass du gegen eine Insel knallst. Und deswegen überlege ich mir, wenn wir denn schon auf See sind und wenn wir schon die Möglichkeit haben, ein Floß zu bauen oder ein Boot zu bauen, sag ich mal so. Moment, den muss ich erst mal reparieren. Stellen, so. Dann wäre es doch vielleicht auch gar nicht so verkehrt, tatsächlich ein Boot zu bauen. Oder? Ich habe schon mal eins gebaut. Ein Riesengeschoss. Wunderschön geworden. Auch schön angemalt und alles. Und hast du nicht gesehen. Und war auch alles total cool aufgeteilt. Ne? Und ja, tralala. Und ich lag immer mit der Schnauze in Richtung Strömung, wie sich das gehört. Ne? Und so waren auch die ganzen Netze ausgerichtet. Und hast du nicht gesehen. Und ich habe lange, lange die Richtung halten können. Und dann... Ne?
Hier, da kam so ein. Hier ist so eine kleine schwimmende Insel, ne? Wie sie hier rumpaddeln. Naja. Das gibst du mir. Gib mir das! So. Und die hat das ganze Geschehen, ne? Versaut. Volle Kanne, Dings. So. Nee. Moment. Nägel macht man aus Schrott, ne? Hat mir das ganze Schiff schief gezogen, dass ich praktisch quer in der Strömung lag. Dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, habe ich aufgehört. Das war mir dann einfach ehrlich gesagt zu blöde. Ne, weil das sieht ja dann an nichts aus, wenn du dann so ein riesen Geschoss vom Dampfer hast, sag ich mal. Und, ach, Holz fehlt. Jetzt nicht mehr. Stopp. Ja, und du hängst so quer im Wasser, ne? Das ist doch voll scheiße gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ajo? Und überhaupt, was ist denn? Haben die den Nebel weggemacht? Das weiß ich nämlich nicht. Weil, Moment mal. Hat der Jason nicht gesagt, dass man den sogar ausstellen kann, den Nebel? Aber ich muss gerade mal wieder was auf die Pfanne hauen. War da nicht irgendwas? So. Da ist ein Fass, das hätte ich gern. Nee, ein Fass, das kannst du mit dem Becher fangen. Da ist noch ein Fass. Kommen wir noch dran? Oh. Ja. Sehr geil. Was ist ein I? I ist... Nee, das ist das Inventar. Ist das auch richtig? Und T ist... Stimmt! Mensch, wir haben ja hier auch ein Buch jetzt. Das ist die erste Seite. Du bist ein mutiger Pionier. Dein Floß ist dein Zuhause. Dein Haken ist dein Freund. Ah jo, ist klar, ne? Wenn dein Floß auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren geht, baust du einen neuen. Leute, ich muss aber auch nach hier gucken. Aber das krieg ich nicht. Das ist... Too weit weg. Seht ihr, wie das ist hier mit den Netzen? Ist das nicht geil? Halt! Stopp! Nein. Ich hab gerade überlegt. Boah, der ein Seegang. Krieg ich das noch? Bitte. Nein. Gut. Kann ich noch ein Netz bauen? Yep. Als Rinn mit den Dingern hier, ne? Damit wir ordentlich Loot bekommen. So. Ich weiß nicht, wie breit muss so ein Schiff sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wären das jetzt. Mein letztes Floß war 21 auf 21. Allerdings, klar, das war viereckig, ne? Weil es da ja keinen Sinn gemacht hat. Längliche Floße. Oh, ich muss was trinken. Zu bauen. Weil. Wenn man, wie gesagt, ne? Irgendwo gegengeknallt ist. Dann hast du dann nicht kein längliches Floß mehr gehabt, sondern ein quereckiges Floß. Ja, meine Lieben. Ich bin tatsächlich selber noch sehr aufgeregt hier, ne? Und weiß im Moment echt. Ja, weiß nicht. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich bin nur wirklich... Ja, keine Ahnung, was ich bin. Auf jeden Fall ein bisschen durcheinander. Gut, ihr Lieben. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir ein Like da oder lasst mir einen Kommi da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!